Also für mich ist immer spannend natürlich, ne, wenn bei so einem Livestream so viele einzelne Komponenten zusammenspielen. Ne? Also wir haben ja hier sehr, sehr viele einzelne technische Geräte, die miteinander spielen müssen. Noch viel, viel mehr als bei den meisten Live-Veranstaltungen. Wir haben teilweise Greenscreen-Anwendungen und haben teilweise LED und haben das zusammen verschmolzen zu einem Compositing. Relativ kurze Vorbereitungszeit. Wir haben im Dezember ja quasi durch die Pandemie erst uns entschieden, dass wir auf eine digitale Variante umschwenken. Ich mag daran, dass wir wirklich, trotz dass wir jetzt kein Publikum da haben, immer noch Emotionalität wirklich transportieren können, auch über die Kameras. Ich finde es gut, dass es Lösungen gibt, wo wir trotzdem Botschaften, wie wir als Unternehmer auch eben transportieren können. Das ganze Online-Medium ist ja hochspannend. Für mich war es sehr, sehr anregend, auch jetzt die Dr. Christine Theiss persönlich kennenzulernen. Also sie als Kampfsportlerin passt wunderbar, Mikes, dazu. Ja, wir versuchen ja bei Hikes immer so ein bisschen die Sachen anders zu machen. Aktuell ging es ja einfach auch nicht anders wegen der Situation, aber wie wir das jetzt auch gemacht haben, auch live, klar, ist ein bisschen ja, eine Herausforderung und vielleicht auch ein bisschen Risiko, aber wir waren da gut vorbereitet und ich denke, es hat alles super geklappt. Ja, es hat mir super gut gefallen, war eine wahnsinnig entspannte und lockere Atmosphäre und man hat richtig gemerkt, wie jeder Einzelne, der daran teilgenommen hat, für dieses Produkt brennt. Also das finde ich genial. Ich glaube, viele wissen gar nicht, wie viele Menschen hinter so einem Livestream stehen. Ne? Also, wir haben so viele verschiedene Bereiche, die wir alle zusammen steuern müssen. Und das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, die uns aber heute sehr gut gelungen ist. Wir haben ja für die gesamte Kommunikation dieses Schuhs die Kommunikation und die Filme dafür produziert, also sprich von TV-Spots, Online-Clips und so weiter. Und haben im Zuge dessen natürlich schon beim Produzieren mitgedacht, hey, was könnte man aus diesem Material zehren und nehmen, um sie für diesen Launch-Event dann besonders aufzubereiten. Ich fand den Stream total mega, ich fand es total spannend, das hat alles super geklappt und bin mega happy, dass es so reibungslos über die Bühne gelaufen ist.